Guten Tag, bonjour. Bon, j'ai ici Daniel, qui va m'aider. Er wird mich helfen. Keine Angst, es ist auf Deutsch. Ich muss nur auf den richtigen Knopf drücken, das vergesse ich grundsätzlich. So, 90 Jahre Assimil. Klick. Yeah, maybe just before we start, let me explain how this is going to work. This is going to be a multilingual presentation about Assimil. Philippe is going to speak in German mainly, maybe some French, and I will translate everything into Afrikaans, Wolof, and Inuit. I hope that is fine for you. No, it's going to be English, German, and French, or maybe not French, I don't know. So it's about 90 years of Assimil. Beg your pardon? Yeah, maybe. Where are you? You are in the middle, what? Pardon? You have to go. Faut retourner au départ. Au départ. Il était à la fin. Apparemment, il y a un texte qui apparaît pas. Ah non? Non. Okay, the technique. Die Technik. Ja, wir haben anscheinend ein Problem. Das heißt, ihr werdet die Bilder sehen, aber leider der Text ist irgendwie verschwunden. 90 Jahre Assimil, das heißt 1929 hat alles angefangen. Ah, jetzt kommt der Text auch mit. Ihr kriegt alles erstmal rückwärts. Das ist live. Okay, ganz oben. Nee, okay. Nee, es war schon richtig ganz oben, aber es fehlt den Text. So, jetzt, ich werde sagen, was da stehen sollte. Gut, hier sollte nur mein Name stehen und dass ich Verleger bin. Das heißt, ich bin der dafür verantwortlich ist, für das deutsche Programm von Assimil. Und meine Philosophie ist, der Weg ist das Ziel. Das heißt, ich bin nie angekommen, ich muss immer weitermachen, damit es weitergeht. Dann kommt Daniel Krasser, seine Philosophie, Eile mit Weile. Das heißt, man sollte das Leben und die Sprachen genießen. Kommt jetzt als Nächste. Oh, Assimil ist jetzt 90 Jahre geworden. Das war unsere kleine Logo vor etwa 85 Jahren. Die Bücher, die sahen kurz nach der Gründung so aus, dass ihr ist ein von den ersten Büchern. Das heißt, ihr war noch kein Schallplatte, weil die Schallplatten sind wirklich nur ein oder zwei Jahre danach gekommen. Das heißt, das Buch ist tatsächlich aus 1930. Ja. Und Sie sehen, gut, ist schon ziemlich stabile, moderne. Und ja, hier sollte man wieder was sehen, was wir nicht sehen. Ich weiß nicht, warum der Text hier verschwunden ist. Das ist hier die erste Methode, wo die Schallplatten auf der Rückseite waren. Und My Teller is Rich ist eigentlich das, was eigentlich die Philosophie von Assimil vermittelt. Es war eine Methode, wo der Erfinder wollte, dass das Sprachenlernen nicht schulisch wirkt, aber sehr intuitiv ist. Und für Franzosen war dieser Satz, My Teller is rich, sofort zu verstehen, auch wenn man noch kein Englisch verstand. Und Kinder lernen auch keine Sprache mit Grammatik, die lernen die Sprache im Kontext und immer sehr intuitiv. Das heißt immer, dieser Kontext erklärt immer die Wörter. Seine Erfahrung, vielleicht kennt ihr schon ein paar von euch die Geschichte von Assimil. Er hat selber drei Sprachen ganz normal schulisch gelernt, in der Schule bis zum Abitur. Das war Englisch, Deutsch und Spanisch. Und anschließend ist er nach London, hat Kindererziehung, er war Präzepteur und hat den Kindern Französisch beigebracht. Danach nach Berlin, das Gleiche, er hat deutsche Kinder Französisch beigebracht und hat anschließend eigentlich einen super Auftrag bekommen. Er sollte nach St. Petersburg und sollte russische Kinder Französisch beibringen. Einziges Problem, er konnte kein Russisch. Ist trotzdem hingefahren, weil das Angebot war super. Und er hat eigentlich
das Gleiche gemacht, was er mit den anderen Kindern gemacht hat. Die Kinder haben super schnell die französische Sprache erlernt und er hat relativ schnell Russisch gekonnt, obwohl er keinen Lehrer hatte. Er hat mit den Kindern gelernt, er hat mit dem Personal von dieser reichen Familie gelernt. Die Familie hat er, die Eltern hat er fast nie gesehen. Und er hat sich gefragt, warum habe ich eine schwere Sprache wie Russisch so schnell gelernt? Und er hat gesagt, ich war immer im Kontext und ich konnte immer erklären. Und daraus hat er erstmal ein Buch gemacht mit Text und richtige Übersetzung. Richtige Übersetzung für mich heißt wörtlich, wenn nötig, sonst sehr nah am Text. Und das war seine Philosophie. Jetzt sind wir eigentlich die Tonaufnahme, das ist kurz danach, dann werden wir nochmal drauf kommen. So, jetzt, ihr werdet den erste Schallplatte von Assimil hören. Ein Stück Geschichte. Geschwindigkeit finden. Second lesson. He, here, where. We are poor and he is rich. You are here and your parents are in England. Where is your book? My book is here, in my pocket. Where is our dog? Your. Ich werde nicht stundenlang hören. Wir aber schon merken, dass diese Tonaufnahme war für die Zeit sehr sauber. Und ich möchte trotzdem noch eine andere von den Tonaufnahmen kurz abspielen für Französisch, weil da merkt man noch eine zweite Sache. So, ich gebe dir das. Hier merkt man eine andere Qualität der Tonaufnahmen. Jetzt muss ich wieder eine andere Geschwindigkeit nehmen, glaube ich. Dans un verre ou dans une tasse? Dans un verre, s'il vous plaît. Et bien chaud. Donnez-moi aussi un journal d'aujourd'hui. Voulez-vous le Petit Parisien? Le Petit Parisien ou un autre, cela m'est égal. Parce que le Petit Parisien n'est pas encore arrivé. Alors, donnez-moi un autre journal. Je regrette, monsieur, mais nous n'avons pas d'autre journal. Voilà. Donc, vous voyez, c'était des acteurs jetzt wieder auf Deutsch, Entschuldigung, ihr könnt hören, das sind Schauspieler. Das heißt, er hat immer viel Wert darauf gelegt, dass diese Tonaufnahme qualitativ eigentlich sehr gute Tonaufnahme sind und dass die Leute das wirklich erleben. Und das ist, glaube ich, für alle, die Erfahrung mit Assimil gemacht haben, immer was sie sagen. Am Anfang ist es sauber, langsam gesprochen, ohne Hintergrundgeräusch und gut, die kleinen Geräusche hier waren mehr mit der Technik, hatten mehr mit dem Technik zu tun. So, jetzt weiter. Die Bücher, wie ich vorher kurz erklärt habe, waren immer komplett zweisprachig. Das heißt, so dass der Lerner erstmal allein lernen kann mit der Sprache, was er kann. Und zweitens, dass eigentlich diese Übersetzung und diese Kommentare immer sofort zu finden sind. Und jetzt kommt man auf die nächste Seite. Sie sehen, gut, oder mehr oder weniger, aber links haben Sie die Fremdsprache größer gedruckt und rechts haben Sie eigentlich die Übersetzung und wenn nötig, ganz kleine Erklärung.
So, hier fällt auch wieder ein Text. Weiter. So, das ist hier das Ende von der Lektion, von einer anderen Lektion. Und hier sehen wir sogar ein Stück Geschichte von Assimil, weil hier, es ist der Vertiefungskurs Perfektionnement Allemand, das heißt Deutsch in der Praxis. Und das war leider ein Stück der deutschen Geschichte, der nicht so schön war. Und der kleine Zeichner, der sich selber karikiert hat in dem Moment, das war die Idee von Herr Scherell, dass eigentlich immer der Text sollte nicht schulisch wirken, deshalb die Bilder, die waren immer Karikatur und für Erwachsene gedacht. Und da sieht man der Zeichner, der sich selber karikiert hat, dabei ein Porträt von einem Diktator zu machen. Und er schreibt, die Arbeit wächst ihm über den Kopf. Und da entsprechend die Übersetzung. Ja. Dafür ist damals dieser Zeichner im Gefängnis gelandet. Weil als die Deutschen einmarschiert sind in Frankreich, hat er dafür bezahlen müssen. Gut, er ist nur im Gefängnis gelandet, schlimmer ist es nicht geworden. Und die nächste Auflage, die unter deutscher Besatzung veröffentlicht wurden, dann ist diese Zeichnung korrigiert worden. Und das war nicht mehr das gleiche, die gleiche Zeichnung in der Mitte. Spaß an immer mehr Sprachen. Gut, ich sage, was Sie jetzt sehen sollten. Erstmal war Englisch, dann kam Spanisch, Deutsch, Italienisch und relativ schnell auch Niederländisch. Erstmal alles für Franzosen und ab dem Moment, wo der den niederländischen Markt und flämischen Markt erobert hat, dann hat er angefangen in die andere Richtung. Das heißt, das Franz und auch das French für Engländer und so weiter. Das heißt, sehr, sehr schnell ist ab dieses System eingeschlagen, diese Methode ist wirklich gut, überall sehr gut angekommen. Und dann wurde sie auf Englisch, auf Niederländisch, auf Spanisch, Italienisch, auf Makedonisch, ja, Slowenisch und so weiter. Manchmal finden wir bei Assimil über Adaptionen, die wir nicht mal kannten. Ich habe vor kurzem was auf Slowenisch entdeckt, was ich nicht kannte. Ja. Weiter. Aufkopiert. Das ist eine Lektion von Assimil, die parodiert wurden von den Schlümpfen. Und wenn Sie gucken, rechts, ist vielleicht zu lesen, vielleicht nicht, aber My Teller is Strumpf. Because in France sind nicht die Schlümpfen, aber die Strumpf. Und so weiter und so weiter. Der Fazit war in einem Magazin damals, wo die Schlümpfe veröffentlicht worden sind. Und es gab wirklich eine 10-seitige Beilage, um Schlumpfsprache zu erlernen. So, für die verschiedensten Lerntypen, und das ist auch da, wo wir auch der Vortrag auch so genannt haben, 90 Jahre Assimil von 9 bis 99 und wirklich für alle Sozialschichten. Das heißt, wir sind nicht für einen bestimmten Lernertyp. Es gibt wahrscheinlich Lernertyp, die besser mit Assimil auskommen. Das sind alle, die in der Schule Probleme hatten. Und es gibt manche, die vielleicht am Anfang ein bisschen unglücklich sind, wenn sie Assimil noch nicht richtig entdeckt haben. Das sind die, die auf Grammatik fixiert sind. Obwohl alle, die mit Assimil gelernt haben, und hier haben wir, glaube ich, ein paar, die ich nicht nennen werde im Saal, die Grammatik ist auch da. Alle siebte Lektion ist eine Grammatiklektion, beziehungsweise eine Zusammenfassung von den Schwierigkeiten, die man in den sechs letzten Lektionen hatte. So, für alle Lernertypen, das ist wieder auch eine richtige Werbeschallplatte damals von irgendwelcher Lebensmittelmarke. Und es war eigentlich eine Parodie von Assimil, aber mit Erlaubnis von Assimil, damit ein Kanari auch lernt zu singen, auch wenn er alleine ist. Und hier haben wir einen berühmten französischen Schauspieler, der sein Kanari das vorsingt. Gut, die kennen Sie auch. Das heißt, ja, wenn man nach New York fahren muss, muss man auch Englisch lernen, auch als Gendarm. Und entsprechend, es ist auch für Leute, die wirklich nicht zu den Begabten gehören, auch richtig. Weiter. Ja, die letzten 30 Jahre,
Gut, ich bin selber in etwa da eingestiegen bei Assimil 1990 und ein Jahr vorher war die deutsche Filiale von Assimil gegründet und ab jetzt erzähle ich ein bisschen mehr von Deutschland, aber was ich sage, kann man auch teilweise auch weltweit übertragen. Ja? Das heißt, die Assimil gegründet, dann komischerweise, jetzt habe ich Text, ich weiß nicht, warum der Text vorher nicht da war. Erster Kurs mit Audio-CDs, da waren wir in Deutschland tatsächlich die Ersten, die Kurs mit, nicht mehr mit Kassetten, weil dazwischen waren die Zwischenschallplatten und Bänder waren Audiokassetten, aber jetzt waren wir mit CDs. Und 1995, da haben wir auch in Deutschland zum ersten Mal gesagt, jetzt brauchen wir Chinesisch in Deutschland als Sprache. Und wir brauchen die Adaption und wir können nicht warten, bis Frankreich und irgendwann das liefert. Dann haben wir das selber adaptiert. Und da haben wir unsere erste Erfahrung damit gemacht. Es war eine Zeit, wo wir sogar mit Scheren gearbeitet haben. Wir haben die französischen Filme gehabt für den Druck. Und wir haben geguckt, dass wir den deutschen Text genauso anpassen in den Lücken, die entstanden waren zwischen den chinesischen Texten. Und teilweise andersrum. Dann haben wir die chinesischen Texte wieder geschnitten und angebaut in den deutschen Texte. In der kurzen Zeit danach, das war sogar vor 2000, gab es eine Software für zum Chinesischlernen bei Assimil, auch für Japanisch. Das war sehr, ziemlich modern, das war noch für Windows 95 und 98. Und diese Software funktioniert immer noch und ich kenne Leute, die immer noch das bestellen heute. Es läuft auch unter XP, Windows 10 und so weiter, aber es ist immer noch das, diese ursprüngliche Software. Und das war auch wieder Assimil treu, Text, Übersetzung und wörtliche Übersetzung. Ich gucke dich, Daniel, eigentlich, wie dann nicht alle weggegangen sind. Ich nehme an, dass ihr versteht, was ich erzähle und dass niemand das unbedingt komplett auf Englisch haben will, sonst... Frage stellen, der Daniel ist da. Yeah, you were so active that I didn't want to interrupt, but I hope that everybody could follow to all this. Yes, right. Yeah. Okay. Ich werde jetzt langsamer sprechen, extra für Sie. Danke. Jetzt, das war die Software, die wir in Deutschland gemacht haben, und wir hatten sofort auch versucht, das Konzept wieder von Assimil zu verinnerlichen. Erstmal, die Methode war für verschiedene Lerner gedacht, ohne Preisaufschlag. Gut, man sieht es vielleicht nicht so gut, aber die war sehr intuitiv. Wenn man den Cursor bewegt hat, ohne zu klicken, konnte man alles erreichen. Das heißt, wenn man auf einen Satz gegangen ist, konnte man mit Links- oder Rechtsbewegung die Übersetzung passen dazu. Wenn man die Lautschrift wollte, gut, brauchte man eine. Linke oder ein rechter Klick, man könnte sich, wenn man wollte, auch aufnehmen. Aber man konnte vom Satz 1 zu Satz 5 springen, das heißt, es war nicht nötig, wie bei vielen Sprachkursen, immer Satz 1, Satz 2, Satz 3. Und wenn ich am Anfang zurück will, muss ich wieder zu Satz 0 oder Titel. Nee, das war sehr, sehr intuitiv. Und bei den Übungen, das Einzige, was rot war, war meistens, was man selber bestimmt hat. Das heißt zum Beispiel beim Verständnisübung, man hat gesagt, ich hätte das nicht gleich verstanden, dann könnte man entscheiden, ein Smiley grün oder ein Angry rot. Aber das war eigentlich immer gedacht, dass man ganz, ganz progressiv und was man nicht konnte, wird bei späteren Lektionen wieder vorgelegt. Das heißt, dass man nicht blockiert ist, weil man irgendwas nicht verstanden hat. Bei Lückentext, es war... Ja, ist ein bisschen klein, aber das war so, dass wenn man was eingegeben hat, ist es Buchstabe für Buchstabe kontrolliert worden. Und es war eigentlich so, dass die Letter, die punktiert waren, waren falsch. Aber man hat immer gesehen, okay, ich habe vielleicht nur einen Fehler, einen Buchstabe falsch und ich müsste nicht das ganze Wort wieder eingeben. Und ich hatte mehrere Versuche. Ich könnte auch, als wenn ich irgendwas nicht verstanden habe, einzelne Buchstaben holen, um kurz zu überlegen, ah ja, das ist die erste Buchstabe, das ist die zweite Buchstabe, jetzt komme ich auf dem Wort. Ja, Assimil in Frankreich sind inzwischen ungefähr 50 Sprachen erschienen.
sogar bei den Sprachführern, die wir auch gemacht haben in Frankreich, noch mehr. Aber ich behaupte, Assimil ist stark durch diese Assimil-Methode. Und die Assimil-Methode, das sind die Kurse. Und da sind ungefähr 50 Sprachen erschienen. In Frankreich sind wir zurzeit bei 30. Ich mache ein bisschen Werbung. Bis jetzt war es nur Geschichte. Das kommt eigentlich im Juli auf dem deutschen Markt. Wir haben hier einen Tester, der hat es benutzt, um einen Job in Luxemburg zu bekommen. Ich stelle ihn euch vor, Hugues. Er hat dort eine Prüfung bestanden, ja, mit Luxemburgisch, und hat mit Assimil gelernt und hat diese Prüfung bestanden. Leider, sagt er, seit er diese Prüfung bestanden hat, hat sein Luxemburgisch kaum benutzt. Weil in der Stadt Luxemburg sprechen die fast alle Französisch. Aber privat sprechen die Luxemburger auch ein bisschen was anderes, ja. So. Ja, das heißt, bei uns kommt das Willkommen ganz am Ende, aber das war nur, um zu zeigen, die Vielfalt, die wir haben. Manche von den Sprachen, die ihr seht, ich weiß nicht, ob ihr alle Sprachen erkennt, sind noch nicht erschienen bei Assimil. Es gibt zum Beispiel Albanisch, aber warum es da ist, ist nicht, dass es nicht erschienen ist. In Albanien kann man auch Sprachen mit Assimil lernen. Es gibt tatsächlich 6 Kurse für Albaner, um Fremdsprachen zu erlernen. Und gut, bei Georgisch und so weiter, das ist da gut, da gebe ich zu, da ist es noch nicht da. Voilà. So, Sprache und Schrift. Die Besonderheit ist bei uns auch, dass wenn Sie eine Sprache lernen, die ein anderes Schriftsystem hat, wir versuchen, dass Sie das parallel erlernen, auch wenn Sie es nicht müssen. Das heißt, es gibt immer eine Umschrift und die Umschrift geht immer von Ihrer Muttersprache bzw. von der Lehrsprache aus. Das heißt, die Lautschrift für Deutsche basiert auf die deutsche Klänge der Buchstaben, die Sie kennen. Für Franzosen das gleich, für Engländer. Das heißt, wenn Sie einen Assimil-Kurs, müssen Sie sich immer, wenn Sie die Lautschrift angucken, sagen, für wem ist dieser Sprachkurs geschrieben, und dann lesen Sie es wie ein Muttersprachler drunter. Es ist nur ein Hilfsmittel. Das betone ich immer, weil die Tonaufnahmen sind sehr, sehr wichtig. Und es hilft, diese Lautschrift manchmal auf kleine Unterschiede aufmerksam zu machen. Die Anmerkungen sind auch noch da dafür. Aber leider, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, und ein Mensch versteht nur, was er will und was er kennt erstmal. Das heißt, manchmal, wenn man ihn nicht aufmerksam in einer Anmerkung was erklärt, wo man sagt, passen Sie auf, Sie hören wahrscheinlich hier ein U, aber tatsächlich ist in dieser Sprache irgendwas zwischen U und O, das werden Sie erst hören, wenn Sie die Information haben. Ich habe zum Beispiel auf Norwegisch, die erste Lektion, der Titel heißt Iskugen. Und Sie sehen ein O, und wenn ich die Leute frage das erste Mal, was haben Sie gehört? Sie haben Skogen gehört. Und dann nach und nach hören Sie diese Buchstabe, die ein bisschen dazwischen ist. Und das ist wirklich wichtig, dass man die Tonaufnahme nicht nur einmal hört, aber immer wieder, weil die sind sauber. Und erst mit der Zeit werden Sie sich mit Polnisch, mit Russisch, mit Vietnamesisch, Chinesisch und so weiter anfreuen können, wenn Sie nicht gleich beim ersten Mal sagen, okay, nee, das ist zu schwierig. Und viele, viele Assimil-Lerner betonen, das erste Mal, ich fand die Tonaufnahme viel zu schnell. Das habe ich heute noch gehört. Und aber wenn ich 30 Lektionen weiter bin und dass ich mich nochmal die Lektion anhöre, dann finde ich die auf einmal zu langsam. Und das heißt, Sie haben einen Fortschritt gemacht. Und das ist wirklich das Wichtige. Das Thema, der Weg ist das Ziel, das Thema Eile mit Weile ist beim Sprachenlernen immer wichtig. Wir haben Lerner, die 9 sind, wir haben Lerner, die 85 sind und immer noch Arabisch oder Hebräisch lernen mit Assimil. Ich bewundere das selber. Ja. Aber es ist wirklich, wenn man 85 ist, lieber sich mit Sprachen zu beschäftigen, als nur mit Sudoku. Ja, das heißt, Sprachen ist wirklich was wichtig. Unser Gehirn ist ein Muskel, man muss es trainieren.
Wir wissen inzwischen von der Technik, dass eigentlich immer, wir entwickeln uns immer weiter. Wir haben nicht immer die gleiche Fähigkeit, aber ältere Leute haben viel mehr Erfahrung und sie können das einfach aus dieser Erfahrung unheimlich schöpfen. Und egal, ob ich 9 bin, mit 9 habe ich andere Fähigkeit, kann ich viel besser speichern. Aber mit 95, und die meisten hier sind noch nicht 95, ja, kann man eigentlich wirklich noch Sprachen lernen. Das heißt, ob Sie 6 Monate, 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre für eine Sprache brauchen, ist total unwichtig. Solange es Ihnen Spaß macht, solange Sie wissen, Sie merken, dass Sie mehr verstehen als gestern oder vorgestern. Das heißt, es ist ein langer Spaziergang. Gut, bei Arabisch haben wir die Schrift hier. Und wie Sie sehen, die Lektion fängt eigentlich wieder mit einer normalen Übersetzung, eine wörtliche Übersetzung. Und hier haben wir diese komischen Zeichen, für die, die ja nicht arabische Schriften nicht beherrschen. Drunter hätten Sie die Lautschrift. Gut, die ist hier in die andere Richtung. Das heißt, Arabisch geht von rechts nach links, drunter die Lautschrift. Und dann kommt man auf die nächste Seite. Und da sehen Sie, wir haben unter den einzelnen Buchstaben die deutsche Buchstaben geschrieben, aber wir haben sie spiegelverkehrt, damit sie sich dran gewöhnen, wie ein Araber zu lesen. Und das war ein großes Problem am Anfang. Wie schaffen wir das? Wir haben uns alle Bücher für Arabisch angeguckt und meistens war die Schrift Arabisch kleiner als die deutsche Schrift. Und die Punkte konnte man kaum erkennen. Das heißt, ich inzwischen ohne Brille würde ich das auch nicht mehr können. Und das war wirklich, und noch dazu in viele Bücher noch das Arabisch fett und da erkennt man noch weniger. Deshalb haben wir uns dafür entschieden, die arabische Buchstaben sehr groß darzustellen. Und gut, Daniel ist der Adaptateur oder Adapteur, je nachdem, auf Deutsch kann man beides sagen, glaube ich. Und da haben wir uns wirklich viele Gedanken gemacht, wir haben diese Lösung genommen. Am Anfang, es war für viele erstaunlich, aber viele finden das gut. Andere sagen, ja, es ist gewöhnungsbedürftig. Aber mindestens kann jemand, der keine Ahnung von der Schrift hat, trotzdem damit was anfangen. Und wenn es ihm stört, gut, er kann es verstecken. Aber aus Erfahrung wirklich, die meisten Leute kommen gut damit zurecht und sind froh, dass die zwei Farben da sind, dass man schön sieht, wo die Buchstaben anfangen und zu Ende gehen. Wir arbeiten zurzeit an Farsi nach dem gleichen Prinzip. Das heißt, jetzt Ende des Jahres kommt der Farsi-Kurs endlich. Wir arbeiten schon fast 4 Jahre dran. Und das wird eigentlich in der gleichen Form kommen, sehr, sehr progressiv und so. Jetzt, ja, Sprache und Ton. Inzwischen, gut, die Technik im Internet hat man fast alles, aber trotzdem sind die Kurse auch mit MP3. Und bei uns MP3 heißt, dass wenn man das auf dem Telefon oder Handy lädt oder auf seinen Computer, dann hat man auch die Textanzeige. Das heißt, dann kenne ich den Text auf Kyrillisch, auf Arabisch, auf Latein, je nachdem, welche Schrift das ist, sehen. Aber wenn Sie mit Assimil lernen, werden wir Ihnen nur zeigen, was Sie hören. Die deutsche Übersetzung, die französische Übersetzung, die italienische Übersetzung, die ist im Buch. Das heißt, es ist wichtig, dass wenn Sie eine Sprache lernen, das ist unsere Philosophie, dass Sie eventuell stolpern, wenn Sie was nicht verstehen. Weil das ist wirklich, Sie hören es einmal, Sie hören es zweimal, Sie schlagen im Buch nach, was ist die Bedeutung. Und wenn Sie nochmal stolpern, ist es nicht schlimm. Das Buch ist da. Aber jedes Mal gucken Sie nach. Wenn ich im Auto bin, ja, manchmal ärgere ich mich, dass ich das nicht nachschlagen kann, aber gut, ich mache das abends im Hotel oder abends im Büro oder zu Hause. Und dann, ja, das nächste Mal, ah ja, jetzt habe ich es verstanden. Und das ist eigentlich gerade dieser kleine Erfolg, die auch einen nach vorn bringen. Ja, das ist ganz neu. Jetzt könnt ihr, mir sagen, das hättet ihr schon vor 10 Jahren machen können. Okay, ihr habt alle recht. Aber ich habe letzte Woche gesehen, Assimil in Frankreich hat eine neue Webseite, ist zurzeit nur auf Französisch, ja. Aber jetzt kann man trotzdem die verschiedenen Kurse downloaden. Hat jemand die Zeit, weil ich bin jetzt... Ja, okay. Ja, das, nee, ich wäre sowieso fertig. Unsere Pläne für die nächsten Jahre, das ist unser Plan. Irgendwann möchte ich mich da ein bisschen ausruhen.
Nee, unsere Pläne eigentlich weitere Adaption. Das heißt, Farsi ist geplant. Wir fangen gleich, wir haben schon angefangen eigentlich, wir haben gestern noch eine Besprechung über das Thema mit Koreanisch für Deutsche. Und vor allem eigentlich, dass wir unter den Sprachverlag, die nicht nur im Internet, aber auch mit Büchern da sind, eigentlich die 100 Jahre feiern können. Und das ist nicht selbstverständlich. Ja? Das heißt, in der Branche sind viel verschwunden, weil eigentlich viele im Internet da ist, aber nicht auf Niveau B2, nicht auf Niveau C1 und nicht auf Niveau C2. Das ist immer das Problem. Es ist schön, man kann Spanisch, Italienisch, Englisch relativ viel finden. Für Chinesisch wird es schon schwieriger. Und für viele Sprachen, die wir anbieten, auf Niveau B2 ist es sehr schwierig. Und unser Motto ist eigentlich, diese 100 Jahre Assimil noch mit euch zusammen zu feiern. Und dass wir das schaffen und dass bis dahin noch ein paar Sprachen erscheinen. Voilà, das war, ist Französisch wieder. So, das war die Präsentation. Und jetzt ein bisschen für die Fragen. Entschuldigung, wenn ich so lange geredet habe. Ich werde jetzt die Fragen vorlesen. Also Sie können auch, also Sie können auf Slido immer noch Fragen stellen. Wir haben drei, aber wir würden uns auf jede weitere Frage freuen. Sie können auch die Fragen, also für die Fragen stimmen, die Sie am interessantesten finden, auf die Sie am liebsten eine Antwort hätten. Also die Frage mit zwei Stimmen, also die beliebteste Frage jetzt gerade, ist, wie viele Bücher verkauft Assimil jährlich in Deutschland? C'est un secret. Leider zu wenig. Das heißt, gut, nee, wir drucken bei den Hauptsprachen ungefähr einmal im Jahr nach. Das sind 2.000 bis 3.000 Bücher. Aber bei manchen Sprachen wie Vietnamesisch, wir drucken alle 5, 6, 7, 8 Jahre 3.000 Bücher. Das heißt, es ist wirklich von Sprache zu Sprache nicht gleich. Und es ist wirklich ein Markt, der schwierig ist. In Deutschland sind die Volkshochschulen stark und da ist unheimlich viel Kraft dahinter, weil es ein Schulbuch ist und Schulbuch ist eigentlich subventioniert von allen Bildungsministerien. Wir sind nicht subventioniert, das heißt, alles was wir machen, machen wir mit unserem Geld und wir versuchen, deshalb kennen manche vielleicht nicht Assimil, keine Werbung zu machen. Das heißt, das ganze Geld, was reinkommt, geht wieder in die Sprache rein. Ja, und das ist der Grund, warum manchmal es da ein bisschen dauert. Wir sind eine relativ kleine Mannschaft, um die Adaption zu machen. Wir sind ungefähr 5 bis 6 Leute, die da mitwirken. Und wir versuchen zurzeit eine Sprache pro Jahr neu zu adaptieren. Und in den letzten Jahren haben wir es geschafft. Werdet ihr wieder einen Stand haben, an dem man die Materialien kaufen kann, so wie letztes Jahr? Wir sind jetzt gleich im Anschluss. Direkt gegenüber, wenn man rauskommt, haben wir wieder einen Stand und wir verkaufen natürlich auch mit sehr guten Rabatten wieder mal, wie immer, oder? Wir müssen das ganze Zeug loswerden. Leider, nein, auf Französisch ist es da. Auf Französisch ist es da. Dieses Buch ist gestern per Post angekommen aus China. Das ist ein Belegexemplar. Das heißt, die französische Version ist da, ja. Die deutsche Version wird erst im Handel ab en français. Und das Buch hier, es kommt auf den Preis. Nein, das Buch wird hier ab Mitte Juli in Deutschland zu bekommen sein. Und es ist dabei ein CD. Das heißt, muss man sagen, hier ist das CD integriert. Worin sehen Sie die größten Vorteile der wortwörtlichen Übersetzung? Könnte das Lernen mit der Assimil-Methode auch ohne diese wortwörtliche Übersetzung funktionieren? Oft, jetzt werde ich eine réponse de Normand, es gibt eine Frau, die vor ein paar Jahren gestorben ist, die viele Sprachen mit Assimil gelernt hat, das ist die Frau Birkenbill. Die war eine große Verfechterin der wörtlichen Übersetzung.
Das heißt, sie nannte das Dekodierung. Sie fand sogar, dass Assimil nicht genügend gedekodiert, aber alle Sprachen, die sie gelernt hat, hat sie mit Assimil gelernt. Das heißt, sie hat als erste Italienisch, Arabisch, kurz vor ihrem Tod hat sie noch Japanisch gelernt mit Assimil. Und ich selber wirklich bin überzeugt, dass eine gute wörtliche Übersetzung eigentlich hilft. Weil da kann man eigentlich die Struktur der Sprache entdecken. Und wenn man nur eine normale Übersetzung hat, bei Redewendung, eine Redewendung ohne wörtliche Übersetzung, kann man nicht dekodieren. Und deshalb, ich behaupte, dass die wörtliche Übersetzung sehr stark hilft. Und für die, die darauf verzichten wollen, ist es okay. Und die darauf verzichten können. Aber für die anderen, ich glaube, sie sind sehr dankbar, dass diese wörtliche Übersetzung da ist. Und wir benutzen es vorsichtig. Das heißt, normalerweise, wenn ein Wort zwei, dreimal aufgetaucht ist, werdet ihr keine wörtliche Übersetzung finden. Und das ist da, was sich selber immer Frau Birkenbiel ein bisschen vorgeworfen hat, dass sie das ein bisschen zu lang mitgeschleppt hat, diese Dekodierung. Aber für die, die das hilfreich finden, okay. Für die, die das nicht hilfreich finden, ist es auch okay. Jeder soll lernen mit den Techniken, die bei ihm funktionieren. Könntet ihr kurz über die Apps für Handys sprechen? Die Apps? Die Apps für Telefon. Die französische Applikation, oder? Weil es gibt in Frankreich eine App, die ist auf Deutsch noch nicht übersetzt. Daniel, hast du das erfahren? Ich selber, ich kenne das nicht so gut, deshalb ich würde lügen, wenn ich irgendwo was jetzt erzählen würde, dann würde ich wie ein Politiker irgendwas sagen und ich weiß es nicht. Nein, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie sie funktioniert. Ich weiß nur, dass sie Assimil treu ist. Mehr kann ich nicht dazu sagen. La collection perfectionnement est limitée. Est-ce qu'il est prévu de l'augmenter? Zurzeit in den Perfektionements sind 6 Sprachen, ja, oder 7, wenn man das Französisch dazu rechnet, enfin, dort die lokale Sprache dazu rechnet. Arabisch und Russisch sind 2 Perfektionements erschienen. Leider ist es so, dass wenn wir betrachten, wie viel wir von dem Perfektionement Spanisch verkaufen, wie viel wir von dem Perfektionement Italienisch verkaufen, lohnt sich für uns der Zeiteinsatz für eine Adaption leider nicht. Und zurzeit, da wir noch nicht alle möglichen Sprachen als Grundkurs haben, konzentrieren wir in Deutschland unsere Kräfte auf die Adaption von Grundkurs. Verstehe ich richtig? Die Basis der Methode ist eine interessante Geschichte und 2 Übersetzungen. Eine freie Übersetzung und dann zweitens eine wortwörtliche Übersetzung. Vielleicht kann Daniel einmal seine Meinung sagen dazu, aber es gibt ein bisschen mehr als Übersetzung. Ja, absolut. Also es gibt immer eine sinngemäße Übersetzung und es gibt dort, wo es notwendig erscheint, das ist gerade am Anfang der Lektion oder am Anfang des Kurses so, gibt es relativ viele wortwörtliche Übersetzungen und die werden natürlich dann immer weniger mit dem steigenden Wissen, was man hat. Deutsch ist nicht so gut, ja, das ist das Problem. Dafür kann er andere Sprachen super, aber das ist das Problem mit den Wiener. Das sind liebe Menschen. So, der junge Mann ist Adapteur und er weiß schon, wie die Methode funktioniert und er weiß es wahrscheinlich besser als ich, weil er diese Methode für viele Sprachen benutzt hat. Nee, die Übersetzung ist ein Grundelement der Methode, aber Entschuldigung, zu laut? Langsamer, okay. Die Übersetzung ist sehr wichtig, aber die Anmerkungen, die sind wichtig und die sind so formuliert, wie ein Freund Ihnen das erklären würde. 2 Sachen berücksichtigen wir immer. Es muss sehr persönlich sein, es muss ein Freund sein und nicht nur ein Lehrer, der eigentlich von oben eigentlich die Sprache erklärt. Und die zweite Sache, wir legen unheimlich viel Wert in Deutschland, dass wenn man eine Anmerkung macht, dass pro Anmerkung nur eine Idee in dieser Anmerkung ist, ein Hinweis und nicht 20.000 Themen. Und Daniel als Adapteur
muss immer darauf achten, 3 bis maximal 5 kleine Zeilen pro Anmerkung und pro Satz maximal 2 Anmerkungen und im Idealfall nur 1 Anmerkung. Die Anmerkungen sind sehr, sehr wichtig. Bei manchen Sprachen, wenn ich zum Beispiel Italienisch, Französisch mache oder Niederländisch, Deutsch mache, da brauche ich nicht so viel Erklärung. Das heißt, im Norwegisch-Kurs für Deutsche, die erste Lektion hat kaum Anmerkungen. Warum? Weil man sehr, sehr viel intuitiv verstehen kann. Aber wenn ich Chinesisch, wenn ich Arabisch, wenn ich Hindi erkläre, da ist es schon wichtig. Aber unsere Philosophie, 1 Idee pro Anmerkung, wenn möglich maximal 1-2 Anmerkungen pro Satz und 3 bis 5 Zeilen pro Anmerkung, damit man, wenn man am Ende der Anmerkung angekommen ist, dass man sich noch erinnert, was man am Anfang gelesen hat. Wie viele Sprachen gibt es für Englisch, also als Ausgangssprache, vermute ich? Spontan würde ich sagen um die 15. Das heißt, alle europäischen Sprachen, viel von den slawischen Sprachen, ja, das heißt, leider nicht für Slowaken, nicht für Tschechen, nicht für Slowenen, aber es gibt es für Serben. Und gut, wenn es für Serben, da ist es auf mit der lateinischen Schrift geschrieben ist, auch für Kroaten. Es gibt es für Albaner, es gibt es für Araber, ungefähr 15. Es ist ein bisschen europalastig, das gebe ich zu, bis auf Arabisch. Das sind, glaube ich, alle europäische Sprachen und Russisch. Gut, Russisch ist auf beide Seiten, ja. Das war Deutsch für Russen, ja. Nein, ja, klar, ja, das ist... Sind Assimil-Kurse auch für Gruppenkurse geeignet, beispielsweise im Kurse der Erwachsenenbildung? Eindeutig. Ich habe ein Beispiel, das ist in Berlin. Es gibt einen Lehrer für skandinavische Sprachen. Und normal, diese Lehrer haben immer Vorschrift. Die müssen ein bestimmtes Lehrwerk nehmen, was eigentlich wieder immer vorgeschrieben ist. Und dieser Lehrer ist so von Assimil überzeugt, dass er am Anfang von jedem Sprachkurs denn diese Bücher von Assimil vorlegt und sagt, ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, mit verschiedenen Gruppen. Wenn ihr möchtet, werden wir mit diesem Buch lernen. Und bis jetzt hat es immer funktioniert und er benutzt das im Unterricht. Und der große Vorteil, wenn Sie gerade bei der Volkshochschule Assimil einsetzen, Sie können eigentlich erreichen, dass Ihre Schüler zwischen 2 Wochen, das heißt meistens Volkshochschule ist nur einmal pro Woche, viel mehr alleine machen. Sie sagen, okay, für nächstes Mal solltet ihr vielleicht Lektion 13 und 15, lassen wir 14 weg, ja, 13 und 15 allein sich angucken und das Ziel für nächste Unterrichtsstunden ist, dass ihr nur versteht, was da steht. Das heißt, ihr müsst das nicht formulieren, ihr müsst das nicht perfekt können, aber wenn ihr für nächste Stunde diese Lektion versteht, dann können wir da drauf aufbauen und weitermachen und uns kleine Spielchen drumherum machen und so. Das heißt, es ist wirklich sehr, sehr gut für Gruppen, weil man vor allem für Kurse, die nicht täglich stattfinden. Herzlichen Dank. Also ich habe jetzt schon alle Fragen auf Slido vorgelesen. Gibt es jetzt dringende Fragen aus dem Publikum? Ja? Laut, also bringe das Mikrofon. Das ist keine Frage, nur ein Zeugnis. Für 30 Jahre habe ich Assimil benutzt für 7 Sprachen. Ich habe alle neuen Sprachen gelernt mit Assimil und Deutsch auch, Arabisch, nur Englisch. Ich bin Franzose, denn Französisch ist meine Muttertongue, aber Englisch, Spanisch in Schule und alle die anderen mit Assimil und ich bin sehr zufrieden, dass Assimil ist hier und dass ich habe für 100 Jahre, aber ich habe nur benutzt für 30 Jahre. Danke. Danke, herzlichen Dank für die Frage. Est-ce que je peux vous poser la question en français?
Est-ce qu'il existe toujours une méthode assimile pour l'hébreu à partir du français? Est-ce que c'est un condensé des deux livres qui existaient avant? Donc c'est dans le repris, on a tout. Non, le nouveau cours d'hébreu qui est maintenant en un seul tome, ich antworte auf Französisch erstmal und dann auf Deutsch, c'est un cours qui est complètement nouveau. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir. Et à côté, il y a aussi un cours de Yiddish qui est paru en français et en anglais. Et c'est aussi, bon, bien sûr, des cours complètement différents. Alors, ça, l'ancien cours et le nouveau cours n'ont pas les mêmes textes. Das heißt, Hebräisch, das der neue Kurs, ist auf Französisch und Englisch und auf Italienisch auch erschienen. Und das hat nicht mit dem alten Kurs zu tun, Band 1 und 2. Das ist jetzt komplett neu und inzwischen gibt es auch einen Jiddisch-Kurs. Ja? Und das ist immer, wenn es ist selten, dass die neue Kurs nicht komplett neue Texte haben. Es, Chinesisch ist komplett neu, Japanisch ist auch komplett neu. Die meisten, auch Russisch, was neu erschienen ist, ist auch neu. Normalerweise. Die Philosophie von Assimil Frankreich ist meistens, wenn ein Kurs neu rauskommt, dass es wirklich die Texte neu geschrieben ist. Sonst ändert sich meistens der Name nicht. Es gibt immer kleine Abweichungen in dem Namen von dem Kurs und da kann man das oft erkennen. Ja. Sonst einfach ein E-Mail und dann können wir das auch beantworten. Ich bedanke mich ganz... Entschuldigung. Ja und nein. Das heißt, wir beschäftigen uns ständig mit neuen Sprachen und manchmal mit Sprachen, zum Beispiel, ich beschäftige mich zurzeit mit Albanisch. Ich selber, ich bin wahrscheinlich das schlechteste Beispiel, weil ich bin wie ein Schmetterling, ich springe von Sprache zu Sprache und meine Neugier geht in eine andere Richtung. Es ist immer das die Frage und das ist vielleicht wichtig beim Sprachen. Was ist Ihr Ziel? Sprechen, verstehen, einen Überblick über die Kultur und das jeder für sich. Bei mir, ich habe bei Assimil sehr viel gefunden. Es war mir aber nie wichtig, weil ich vielleicht in Deutsch, zwischen Deutschland und Frankreich lebe, andere Sprachen bis zu einem bestimmten Punkt zu können. Aber dafür, ich bin... Aber zum Beispiel, alle unsere Mitarbeiter lernen, müssen sich mit Sprachen beschäftigen und die Kompetenz, die wir wollen, ist gerade diese Sprachkompetenz. Ja. Wir müssen Schluss machen. Entschuldigung. Merci.